Map Nummer 2 heißt DE Inferno. Team Alternate gegen Playing Ducks Female. Alternate aktuell mit einer 1:0 Führung. Und wir sind in der Knife Round. Mal schauen, ob die Playing Ducks diese diesmal für sich entscheiden können. Aktuell sieht es ganz gut aus. Aber wieder Angel. Also die ist gut on fire. Selbst mit dem Knife. Mit zwei Frags. Trotzdem kann man das noch holen bei den Playing Ducks. Jetzt wird es schon wieder was schwerer. Killy immer noch mit Full HP. Drei Spielerinnen. Oh, sehr schön. So, Killy muss jetzt halt gucken, dass sie da noch eine rausnimmt. Killy mit noch einer. Sehr schön. Und die knifen alle daneben. Und auch Shushu knife daneben. Vier Frags noch von Killy. Und damit die Seitenwahl für die Playing Ducks. Werden hier sicherlich als CT starten. Und ich soll nochmal an die Eltern und auch an Oma und Opa von der lieben Shushu, von Shushu selbst, ein lautes Hallo ausrichten. Liebe Grüße. Wurde ich, ja, das wurde mir so, ja, ich will jetzt nicht sagen, befohlen, aber es ging schon in die Richtung. Also auf jeden Fall nochmal da Grüße raus, die da Shushu unterstützen vor den Flimmergeräten. So, mal schauen. Die Playing Ducks mit einem Standardaufbau 2-3er-Aufbau nehmen Banane aggressiv ein. Da steht im Moment Shushu. Die gutes Momentum hat gerade, sehr schön. Nimmt da Killy raus, die alleine vorgeht. Da wurde abgesmoked und dann sollte sie eigentlich alleine die Banane halten. Allerdings wussten sie nicht, dass Shushu schon so weit vorne ist. Tinach jetzt alleine auf dem B-Spot. Und die kriegt jetzt Party. Mal schauen, wie viel sie da rausnehmen kann, ob sie da wen rausnehmen kann. Nein, Shushu wieder da. Auch gegen Tinach. Der Spielerin auch noch gesehen von Shushu. Angel da in der Banane, auch die macht den Frag. Shushu, gute Hits noch gegen Queen. Gute Flash, die ist komplett Gold. Shushu mit der dritten. Starke Runde von Shushu, drei Frags von ihr. Vor allem der wichtigste Frag in der, ja, als Eröffnungsfrag. So, und damit sehen wir eine gemixte Kaufrunde bei Alternate. Das ist eine Galil, dann sehen wir eine Nova, wir sehen eine MP, wir sehen eine Pistol und eine Bison. Also, eigentlich ist das perfekte Spiel gerade für die Playing Ducks, die hier mit Pistol und Kevlar Helm rumlaufen. Jetzt kriegen sie den Booster nicht hin. Vielleicht kann mir jemand sagen, wie es bei den Mädels von Epsilon steht. Interessiert mich auch mal. Queen mit dem Frag entlang. So, und es geht jetzt schnell auf B. Bombe kann gelegt werden. Überzahlsituation immer noch für die Playing Ducks. Also es ist auf jeden Fall noch holbar. Angel deine... Oh, Angel, Angel... Mit zwei Nova Frags, das gibt auch nochmal gut Geld, aber kein Dev-Kit da. Da muss eigentlich schon durchgezogen werden. Ja, und Tinach. Noch eine Spielerin aus dem Ski, aber eine teure Eco. Natürlich hat man jetzt nur eine Galil und hat dadurch die Nova und hat da ein bisschen Geldpolster wieder sammeln können. Trotzdem, der Mix der Waffen, naja, so, ich gebe das mal ganz kurz weiter. Also, ich sehe das auch, dass das HUD falsch ist bei Alternate Female gegen, ne, bei unserem Spiel, aber das liegt nicht an mir. Das muss vom Server-Admin kommen. 2:0 jetzt die Führung für Alternate. Oh,
oder vom E-Bot oder wie auch immer. Der E-Bot macht uns ja schon eine gewisse Zeit Probleme. So ziemlich genau das ganze Turnier. Kätzchen jetzt mit dem Nadefrag gegen Faith. Killy immer noch am Baum in der Banane unten. Hat da eine ganz gute Position. Kann da... Oh, Teamkill von Beyond. Die war der feste Überzeugung, dass sie nicht nur den Teamkill gemacht hat. So, Teenach schiebt jetzt schnell schon auf den B-Spot. Queen zieht noch über Mitte rum. Schauen, ob Teenach da noch einen Frag ziehen kann. Das ist gut, lässt die erste durch, aber keine Chance mehr. Jetzt ist es nur noch Queen. Das wird jetzt gut gespielt. Da werden ein paar Warnschüsse abgegeben von Kati. Und Shushu steht im Eck. Shushu mit dem Frag. Schön zusammengespielt. 4 Waffen durchgebracht in der Eco. Vom Geld her auch vollkommen in Ordnung. Und die Playing Ducks jetzt mit der ersten Byron. Wir sehen Queen mit einer AWP. Die hat eigentlich einen ganz guten Spawn für die Mitte. Schauen kann da nicht so viel ansagen gerade. Doch, jetzt sieht sie sie. Sehr schön von Queen. First Strike in der Runde für die Playing Ducks. Wichtig schon mal wieder fürs Spielgefühl, dass man da direkt in der ersten Byron auch den First Strike kriegt. So, wir sehen das. Alternate Kati. Die Bombe liegt noch ganz, ganz weit unten. An der T-Base. Kati kann die gleich picken. Muss sie gleich picken sogar. Studi da eine sehr, sehr offensive Position. Vielleicht, ja, vielleicht könnte sie da noch so ein bisschen weniger reinschauen. Denn da hat sie auf jeden Fall die Chance, noch einen Headshot zu kassieren. Steht da sehr offen. Der First Strike ist ja nochmal auf ihrer Seite. Jetzt ist sie blind. Jetzt muss sie weg. Da darf sie normalerweise nicht nochmal rumziehen. Verrät sich und verrät sich weiter durch jeden einzelnen Step. Also das könnte man noch viel defensiver ausspielen. Und Killy... Boah, Killy mit ein bisschen Glück noch mit dem Frag. Moment, zieht sie noch. Und auch Studi zieht den Frag gegen Shushu. So, und jetzt ist es ein 1-on-5. Nur noch Kätzchen. Zwei Spielerinnen bekannt für sie. Kätzchen, sehr schön gemoved, aber 3 Sekunden auf der Uhr. Da kann sie eigentlich nur noch Frags ziehen. Schafft sie auch nicht. Tina mit dem Frag. Und damit geht die erste Ballround an Alternate. An Playing Ducks. So. Ja, wäre schön, wenn sich da mal jemand drum kümmern könnte. Also für alle 3-1 jetzt die Führung für Alternate. Das hat es natürlich falsch. Queen weiterhin mit der AWP spielt jetzt von kurz. Sehr schön von ihr. First Track da für Playing Ducks, aber direkt der Refrag von Beyond. Und das in der Eco. Jetzt geht es schnell Richtung B und da steht im Moment nur Tina und die fällt auch und das ist jetzt schon eine teure Eco für die Playing Ducks. Killy, den nächsten, jetzt 2-on-3 Situation. Kati noch mit wenig HP und Bombe liegt mehr als bescheiden. Schild von Kätzchen, Schild von Kätzchen und dann noch Kati zieht rum und jetzt 1-on-1, Faith gegen Kätzchen. Und die Nate könnte wehtun. Die tut weh. Faith mit dem Frag. Trotzdem hat man hier 4 Waffen abgegeben. Unter anderem auch die AWP. Teure Eco, aber auch eine schöne Eco einfach von Alternate.
Hatte man Mitte nicht so die Kontrolle. Dann noch dieser, ja, ich würde jetzt fast sagen, Aimfehler der Banane oben gegen City Base. So, Killy jetzt. Mit einem aggressiven Move, spielt sie gut. Hat man diesmal auf jeden Fall Obacht gehabt. Den gleichen Fehler haben sie ja eben schon mal in der Piste gehabt, dass da Shushu stand. So, und jetzt orientiert sich Alternate wieder Richtung B. Stehen im Moment Killy und Teenage, die stehen ja ganz okay. Ob sie dann eine Smoke haben. Jawohl, die ist wichtig, die Smoke. Denn durch eine Smoke zu gehen immer schwerer ist als als nur abzuaimen. 3 gegen 3 Situation. Shushu mit wenig HP noch, kommt zum Bombenplant, aber sucht sich dann eventuell auch nicht die beste Position aus. Wenn der eine HE fliegt, dann gnade ihr Gott. Und die haben noch. Zumindest Faith hat noch eine. Die steht nicht gut für eine HE gegen Y. Sondern wird rumgezogen vor der Flash. Queen ist da schon rum, obwohl Faith da noch flashen wollte. Und jetzt Angel gegen 2 und Faith holt's und damit das 3 zu 3. Die Playing Ducks kämpfen sich hier langsam ran wieder. Wir sehen das wieder, die Eco bei Alternate. Und die geht wieder schnell Richtung Mitte. Beyond da mit der Flash für Mitte. Muss er nochmal abbremsen. Setzt schnell hoch. Sehr schön von Kätzchen. Guter Hit noch gegen Beyond. Wenig HP bei ihr. Teenage muss ja jetzt als Backup kommen. Sehr schön. Teenage und Queen. Queen bekommt dann nochmal die Hilfe von Teenage. Und 4 zu 3 die Führung für die Plain Ducks. So, und das sieht doch jetzt schon wieder besser aus für die Enten. Nach der verlorenen Piste, nach der verlorenen ersten Map. Natürlich auch immer so ein bisschen die Kopfsache. So, und Queen steppt da wieder an lang. Da ist im Moment so ein bisschen die Lücke bei den Playing Ducks, wo sie ein paar Probleme haben. Teenage jetzt an der City Base. Oh, schöner Shot da von Angel. Guten Fokus gehabt. Ich weiß gar nicht, Killy ist das, glaube ich, in der Banane. Die muss jetzt da irgendwas noch machen. Noch eine raus. Dann muss das Backup kommen. Ja, sehr schön. Faith zieht da direkt noch rum. Ist sehr, sehr schnell down. Bombe ist down. Bombe ist down. Faith jetzt noch. Offensiv Banane. Schöne Nate. 12 HP noch bei Kätzchen. Faith steht da gut. Muss jetzt ein gutes Timing für den Kätzchen aimt ab. Auch von ihr richtig stark. So, und Studi muss da jetzt gucken, dass sie dann nicht nur Fokus auf die Bombenlegerin hat. Die Bombenlegerin aus dem Spiel! Und Studi nimmt beide wieder aus dem Spiel! Da hätte man... Ja, was heißt, da hätte man? Das hat Studi einfach gut gemacht. Die Smoke ist halt gerade weggegangen. Vom Timing her echt unglücklich. Da muss ich vielleicht etwas näher da noch an der Bombenlegerin stehen, um da wie direkt den Refrag ziehen zu können. Dass Studi da auf die Bombenlegerin geht, ist doch klar. Aber einfach auch gut gemacht. Gutes Timing da von Studi. Die Smoke abgewartet. Und damit die 5. Runde für die Playing Ducks. Faith jetzt mit dem Contact im Haus. Schöner Headshot da gegen Angel. Wenig HP noch, 24 HP noch bei ihr. Queen auch wieder mit wenig HP an lang. Also müsste man irgendwie lang eine andere Lösung finden, dass man vielleicht... Ja, oder ja, einfach ein bisschen Support gibt. Das Gefühl, es steht da im Moment so ein bisschen auf verlorenem Fuße. So, Faith im
Haus. Ja, der Move war auch eher suboptimaler von Angel, wenn man schon wenig AP hat. Shushu wird da aufs Dach geboostet. Auch das ist ein guter Move. Sehr schön von Shushu. Gut aufgepasst dagegen Onspot. So, da wird Spot jetzt weggesmoked. Shushu kann da Onspot gasen. Beyond noch mit dem Frag. Shushu mit dem Refrag. Ganz, ganz wichtig. Und jetzt ist es Killy im 1-on-3. Oh, nimmt die Bombe aus dem Spiel. So, und das kann sie theoretisch noch holen. Shushu jetzt mit dem Bombenplant. Ganz, ganz safe. Killy versucht es dann nochmal über kurz. Oh, die Flash hat Kati mehr wehgetan als allen anderen. Und Killy moved das perfekt. Killy moved das perfekt und sieht auch noch die zweite Spielerin. Und Killy nimmt beide aus dem Spiel und holt das 1-on-3. Ganz stark von ihr. Also perfekter konnte man das nicht moven als Killy gerade. Perfektes Timing. Sie geht genau nach rechts weg. Als Shushu da keinen Fokus mehr hat. Entschuldigung. Aktuell die Führung 6-3 für die Playing Ducks. Und wieder Angel im Haus, die sehr, sehr früh die Hits bekommt. Und dann wahrscheinlich nochmal und nochmal rumzieht. Also, wirklich gut gespielt ist das da gerade nicht am Haus. Wir sehen, dass bei Orton ja eigentlich immer dieser gleiche Aufbau. Bombe, Banane wird ganz defensiv gehalten von Kati. Man orientiert sich da so ein bisschen Richtung A. Spielt da ein bisschen Mitte hoch. Dann kam dann einmal so ein Special Move da von Shushu. Oben, als sie aufs Dach geboostet wird. Kommt wieder die Flash-Mitte, die setzt überhaupt nicht. Die Gegenflash dagegen schon eher. So, und da geht's jetzt Richtung B. Killy. Das ist eine ganz schwierige Position. Nimmt zwei aus dem Spiel. Nein, nur eine. Das ist zu wenig, auch wenn sie ja guten Damage noch macht gegen Kätzchen. Zwei Spielerinnen jetzt mit Low AP. Aber Angel macht da die Backstabber-Rolle gerade. Oh, schöner Bang da von Faith. Und Bombe ist down. Die muss jetzt sofort gelegt werden. Sonst haben sie keine Chance mehr. Studi da. Ja. Versucht dann den Frag zu ziehen. Und das ist die nächste Runde. 7-3. Da kann man nicht zum sofort einen Bombenplant. Da muss Beyond durchlegen. Auch. Ja, das ist völlig egal, ob sie wieder abgeschossen wird. Das ist die einzige Chance, irgendwie noch in der Runde zu bleiben. Da darf sie den Plant auf keinen Fall mehr abbrechen. Da muss sie halt auch ein bisschen Vertrauen haben in ihre Mates. Aber das sagt sich so leicht, wenn man gerade 7-3 hinten liegt. Ja, Alternate bringt noch ein paar Waffen mit durch. Aber auch da wenig Geld. Also eventuell danach so ein Doppelspar bei Alternate. Aber sie haben einen Loser-Bonus. Was erzähle ich denn? Also doch keine Doppelspar. So, mal schauen. Angel jetzt wieder im Haus. Diesmal hat sie direkt offensiven Kontakt gegen Faith. Sieht auch sofort Fokus auf Studi. Ja, da darf man jetzt eigentlich auch nicht mehr zu groß facen. Studi geht da gut weg, kassiert die Nade auch nicht. Killy, guten Damage. Killy nimmt da Kati aus dem Spiel. Queen kommt da jetzt, oh, Schlitzern lang und auch der Refrag gegen Studi. Und Faith jetzt ganz, ganz wichtig. Sehr schön, nimmt die Bombe aus dem Spiel. Faith mit zwei starken Frags und jetzt ist es nur noch Shushu. Shushu im 1-on-3 nimmt Faith aus dem Spiel. Kommt jetzt zum Bombenplant. Bricht den nochmal gut ab. Kommt aber die Hits von lang und geht dann aber down gegen Tina. Guter Retake dann von den Playing Ducks. Ganz, ganz starke Runde da oben von Faith im Haus. Ganz, ganz wichtig, dass sie da die zwei Spielerinnen rausnimmt. Ja, und das schafft dann selbst Shushu nicht mal mehr zu drehen. Und damit die achte Runde schon für die Playing Ducks. Also das sieht sehr, sehr gut aus. Alternate
mit wenig Geld. Müssen da mit drei, ne, zwei Galeons schon spielen und wenig Equipment. So, und ist wieder das gleiche. Kati aimt unten ab. Man geht zur vierten Mitte langsam hoch auf Contact. Spekuliert auch darauf, dass die Mitte aufgegeben wird. Boah, schön von Tinach. Und da darf sie eigentlich nicht nochmal rum. Nicht jetzt nochmal rumziehen. Versuchen irgendwie einen anderen Spot zu halten. Und da geht es schnell Richtung City Base. Und Killy hat da schon Fokus. Tinach steht da eigentlich ganz gut. Nimmt aber keine mehr aus dem Spiel. So, wenn sie jetzt... Ideale Call wäre jetzt nochmal... Boah, schön von Faith. Richtung... Boah, Faith mit der zweiten. Oh, move das gut. Und jetzt Killy noch direkt als Backup da. Die kann jetzt nach rechts abdecken. Kann da Faith helfen. Faith, noch gute Hits gegen Angel. Die hat noch 10 AP. Killy darf jetzt nicht fallen. Killy fällt. Und jetzt ist es noch Faith im 1-on-2. Holt da die eine Spielerin noch weg. Und das kann eine Viererrunde werden für Faith. Und die move das perfekt. Die move das perfekt. Und die AE sitzt nicht. 23 AP noch bei Kati. So, aber das sollte jetzt eigentlich klar sein, wo sie ist. Bombe ist gepickt. Trampelt da ein bisschen sehr. Faith, aber das könnte eng werden. 9, 8, 7, 6, 5, 4. Schafft sie nicht mehr. Nächste Runde Playing Ducks. Starke Runde. Zwei starke Runden von Faith am Stück. Wieder stark gespielt, wieder drei Frags gezogen, ganz viel Ruhe bewahrt. Neunte Runde jetzt schon für die Playing Ducks und Alternate mit wenig Geld. Gucken, ob sie da wieder so einen Force-Buy machen. Nein, oder? Nein, sie kaufen Pistol, damit sie ja nächste Runde full equipped sind. Also, Faith sticht hier gerade richtig heraus. Wir sehen das. Die Pistol geholt von Alternate, die zwei Folgerunden geholt. Und danach neun Runden am Stück für die Playing Ducks. Ja, wir sehen, dass Faith 14 zu 6 gerade. Beyond mit 4 zu 9. Shushu im Moment die Madfraggerin bei Alternate. Studi jetzt in der Mitte mit dem Contact. Schön von Studi gegen Kätzchen und Beyond. Und da geht es jetzt schnell Richtung B drauf. Shushu geht down gegen Tina. Killify ist auch noch da. Angel gegen Faith. Studi. Hui. Hallöchen. Da war die Maus auf einmal ganz woanders. So, Tina, ganz wichtiger Frag. Letzte Spielerin bekannt. Und dann lieber legen lassen und jetzt auf Mate warten. Ist auch gut gemacht von Queen. Einfach nur abaimen. Sie muss ja wissen, dass sie on-spot steht. Eigentlich nur woanders hin aimen. Queen macht sie. Zehnte Runde. Playing Ducks. Bombe aber wiedergelegt. Schöne Eco hier von Alternate. Drei Waffen rausgenommen, Bombe gelegt. Das ist für die Eco vollkommen in Ordnung. So, und damit wird Alternate mit ziemlicher Sicherheit jetzt beide Runden durchkaufen können. So, mal schauen, ob sie wieder ihren Standard spielen. Also, das ist ein bisschen einfallslos auch im Moment von Alternate. In der Eco gehen sie schnell Mitte hoch. Teilweise, jetzt nehmen sie mal schnell Banane ein. Wenigstens das jetzt mal ein anderer Call, der klappen kann auf jeden Fall. Killy, CT First Strike da. Kati mit dem Refrag. Killy mit der zweiten. Sehr schön, damit wieder Überzahl geschaffen. Angel macht jetzt noch die Backstabberin. Ja, mit dem Frag. Und jetzt muss man schauen. Vielleicht die Spot. Die legt jetzt schon. Also, das war jetzt auch eher nicht so clever. So, und da sollte jetzt eigentlich klar sein, dass die nächste Spielerin noch auf B kommt, wenn die Bombe down ist. Faith hält aber trotzdem noch ein bisschen Richtung City Base an. Man weiß ja nie. Ich weiß nicht, warum Kätzchen da legt, wenn ihr Mate noch nicht mal in Ansätzen da ist. Und das auch noch bei einer halbgaren Smoke. Ja, und Faith setzt da gute Hits, kann ansagen, dass sie am Gelben ist und die HE sitzt. Elfte Runde für die Playing Ducks. Also es ist eine starke, starke erste Halbzeit hier. Aber der Plant, der war... Ja... Für'n Arsch.
Kann man nicht anders sagen. Also das war wirklich unnötig. Kann man, also habe ich null Verständnis für. Ich weiß nicht, wie jemand auf die Idee kommen kann, dann die Bombe zu legen, wenn Angel dann noch irgendwie die Backstabberin in der falschen Mitte macht. So, die Nate gegen Angel sitzt. Das ist, ja, im Moment so gut wie Angel auf der ersten Map gespielt hat. So viel Pech hat sie gerade auf der zweiten Map. Also sie ist immer die Spielerin, die gerade den meisten Damage am Anfang der Runde kriegt. Man versucht da wieder Rippen einzunehmen. Smoke einen langen Pass. Aber man hat jetzt schon umgestellt auf vier Spielerinnen auf B. Das, auf A. Das ist ein sehr, sehr guter Call da von den Flying Ducks. Studi wieder mit zwei Frags aus dem Arsch-Eck. Also das darf auch nicht passieren, dass sie da zwei Frags zieht. Und damit sieht das hier alles nach, also aktuell zumindest, einer dritten Map aus. Aber auch die Flying Ducks müssen noch die T-Seite spielen. Gucken, ob Tina da jetzt ein gutes Timing hat. Tauscht damit Faith. Und Faith, schöner Headshot. Queen an lang mit 8 HP. Hat da richtig Probleme. Die kommt auch nicht mehr weg. Ja, geht down. 17 Sekunden noch auf der Uhr. Also sie müssen jetzt eigentlich A gehen. Und Faith schließt da nochmal lang gut aus. Kann es jetzt ansagen. Tina da im Sandkasten. Wichtige Position. Tina, sehr schön. Und jetzt 101. Jetzt muss sie warten. Oder ist einfach ins Gesicht. 12. Runde Playing Ducks. Stark. Also das kann man nicht anders sagen. Starke erste Halbzeit von den Playing Ducks. 12 CT-Runden, aber sehr, sehr einfallslos von Alternate. Kann man auch nicht anders sagen. Also es war immer dieses Standard. KT aimt unten ab. Und dann geht man zur vierten Mitte hoch. Nimmt die Rippen ein. Ja, und das hat in den meisten Fällen nicht geklappt. Oder halt eben mal einen schnellen B-Rush und Angel dann halt als Backstabberin im Haus. Also kreativ war das jetzt nicht wirklich. Ja, und wir sehen das auch. Beyond fällt da im Moment ein bisschen ab mit 4 zu 12. Der Rest ist ja für den Spielstand eigentlich noch ganz okay dabei. Schauen, was Playing Ducks da spielt. Es sieht nach einem B-Split aus. Man versucht da schnell gegen Lang, gegen Shushu anzugehen. Setzt gute Hits, geht dann sofort wieder weg. Fordert dann eine Flash, damit sie da vielleicht nochmal rumziehen kann, theoretisch. Sondern das wird ein schneller B-Split. Das wird jetzt ultra schwer zu halten für Alternate. Beyond im Dark ist bekannt. Boah, bekommt den Headshot von Studio und auch T-Nach gegen Kati. Und damit ist der B-Spot wieder frei. Sollte man sich vielleicht dann auf der Alternate-Seite für eine Position entscheiden, die man ausschließt. Oder halt eben beide on-spot gehen. Also das war irgend so ein Mittelding. Und Studi mit der nächsten. Studi wieder mit drei Frags in der Piste. Richtig gut drauf heute. 16-8 bei Faith. Killy mit 14-12. Und Studi mit 13-11. Gerade in der Pistol auch Studi eben sehr, sehr stark aufgespielt. Ja, und die Runde war mehr als notwendig eigentlich für Alternate. Schöner First Strike da in der Banane gegen Faith. So, und das ist jetzt richtig aggressiv gespielt. Queen sehr schön mit dem Frag an lang und Kitty ebenfalls mit dem Frag. Kati kann sich jetzt noch die Galiert schnappen. Wenn sie ein bisschen Glück hat, kommt sie so noch hinter die Spielerin. Wird da aber abgefangen. Kati, zwei starke Frags wieder gegen Tina und Studi. Und jetzt ist es eine Überzahlsituation hier für Alternate. Und das muss man jetzt gut zusammenspielen. Die Flash sitzt. Ist blind. Auch Angel mit wenig HP. Allerdings hat Queen nur die P250. Ja, und jetzt hat sie Riesenprobleme. Gegen drei. Jetzt muss sie irgendwie die Smoke vernünftig nutzen.
Ja, und jetzt keine Chance. Und damit holt Alternate die Anti-Eco. Schöne Runde da. Gerade von Kati 3 Frags gemacht. Gut gespielt. 13 zu 4 für die Playing Ducks. Ist natürlich bitter, wenn du die Pistole holst und dann schon fast auf eine Entscheidung brennst. So, und da steht man ganz defensiv an B. Beyond bekommt schon wieder den Headshot, macht aber jetzt mal 2-3 Frags, sehr schön. Bringt sie auch wieder ein bisschen ins Spiel. Noch Queen und Faith, man nimmt da auch keine Waffe mehr raus. Faith jetzt noch in der Ruine. Scheint so, als wäre sie bekannt. Oder auch nicht. Doch, ist sie. Und dann noch Beyond fast aus dem Spiel. 18 AP noch bei ihr. Fünfte Runde Alternate. So, 3-2 Aufbau bei den Playing Ducks. Faith und Tinach allein in der Banane. Studi, Queen und Killee an A. Haben aber beides Kontrolle. Haben in der Banane Kontrolle genauso wie im Haus. Die Playing Ducks. Das ist schon mal ganz entscheidend für DE Inferno. Zumindest ist auch die Banane Kontrolle ganz wichtig, dass man da ein bisschen was raus spielen kann. Die Rippen auch komplett aufgegeben von Alternate. Angel mit dem Frag dann noch am Haus. Das ist jetzt alles sehr, sehr einzeln bei den Playing Ducks. Ja, Queen geht da auch down. Kein Fokus gegen City Base. Shushu an lang noch. Killy hat da eine ganz gute Position. Kann da nicht von Spot gesehen werden. Killy. Eine noch. Jetzt noch Tina. Wir versuchen noch irgendwie die Bombe zu legen. Nächste Runde Alternate und damit die Eco bei den Playing Ducks. So, wir sehen, das Pistol geholt, dann drei Runden in Folge für Alternate. Ist ja wie gesagt natürlich bitter, wenn man da die Anti-Eco verliert. Das kann so ein Match dann nochmal kippen. Ansonsten hat man hier an Playing Ducks Stelle 14, wenn nicht sogar 15 Runden. Das Gefühl, die Mädels rund um Shushu und Beyond haben immer so Probleme ins Spiel zu kommen. Oder am Anfang des Spiels so ein bisschen reinzukommen. Und mit der Zeit klappt es dann besser. So, Angel. Drei Frags, Kätzchen mit 2. A, Deckung sitzt. 13-7. So, nächste Buy-Round bei den Playing Ducks. Wir sehen Queen mit der AWP. Mal schauen, wie sie die einsetzen jetzt. Denn aktuell ist es so, dass Alternate eigentlich sehr, sehr defensiv spielt. Also B auch nicht gerade aggressiv. Mitte die Rippen eigentlich immer sehr, sehr schnell aufgibt. Ja, vielleicht hat sie Rippen keinen Mitte-Pick machen. Ja, gönnt ihr keiner. Wir sehen das. Jetzt mal ein bisschen aggressiver dagegen Hausfeuer gegangen. Von Alternate. Gute Idee. So, mal schauen. Es soll jetzt schnell Richtung B. Und das ist eigentlich gerade.
Oder was heißt schnell? Aber es wäre jetzt der richtige Call, Richtung B zu gehen. Studi wieder mit dem First Strike im Haus. Also die ist wirklich wichtig hier für Playing Ducks. Shushu kriegt jetzt Probleme da on spot. Und aber noch eine Spielerin raus. Das sieht eigentlich ganz gut aus für die Playing Ducks, aber da müssen sie halt jetzt auch wirklich zusammen drauf gehen. Wieder Studi und die ist blind, kann aber noch eine Spielerin im Sandkasten ansagen. Kätzchen noch mit dem Frag. Kätzchen geht down. 3 gegen 2 Überzahlsituation. Und damit 14 zu 7. Ich bin wirklich überrascht. Also die Playing Ducks, ich meine, ich kenne sie halt, ja, was heißt kennen? Man kennt Faith, ja, Queen kennt man halt auch, aber in den anderen drei ist halt, bin ich zumindest nicht so bewandert. Bei Alternate ist es natürlich ein bisschen anders, aber das sieht aimtechnisch sehr, sehr gut aus bei ihnen. Und gerade Studi hat ein sehr, sehr sauberes Aiming, also spielt hier richtig stark auch, auch wenn sie jetzt 15-16, aber wir sehen das, ist eigentlich nur Queen, die im Moment 12 Frags hat, der Rest ist alles auf einem Niveau und auch diese 12 Frags machen jetzt nicht gerade den großen Unterschied. So, Shushu jetzt mal mit der AWP, die ist jetzt im Agro-Modus, der Bizeps ist angespannt, der ist von 43 jetzt auf 44 angespannt. So, Angel, der Refrag. Der Refrag sah schon, der zweite Frag. Hab nichts gesagt. Fünf gegen drei Situation jetzt. Also dieser eine Go sah eigentlich ganz gut aus der Richtung. Ach, schöne Nate. Gegen Queen. Gutes Timing davon Kätzchen. Gegen dann jetzt gegen die Ave von Lena gegen Shushu 7 AP noch. Ist eigentlich schon so gut wie down. So, und Beyond muss jetzt an allen Stellen Fokus haben. Beyond mit 2, wird aber dann rausgenommen von T-Nach. Schön von Beyond. 20 Sekunden noch für T-Nach. Bombe kann sie picken. Baseboard steht aber noch jemand. Beziehungsweise Ruine. Oh. Es wird Kati sein. Nein! Kati macht's. 14-8. Zwei Runden benötigen die Playing Ducks noch, um da in eine dritte Map zu gehen. Aber noch ist die Nummer hier nicht durch. Schneller Bego jetzt. Kati, 3 Frags. Dann noch mit der wundervollen 5-7. Ja, eh macht wenig Schaden. Und dann dreht man sofort nochmal um. Steht aber Kätzchen. Shushu irgendwie gecrashed. Sieht zumindest so aus. Gute Flash. Gucken, ob Kätzchen das gehört hat. Nein, jetzt weiß ich's. Ist aus dem Spiel? Mal gucken. Nee, Shushu lebt wieder. Oder kann wieder laufen. Vielleicht auch nur rausgetappt oder irgendwas in der Art. Neunte Runde Alternate. So, und da geht's schnell Richtung Mitte. Der Molotow kommt relativ spät. Macht nicht so viel Damage. Und da geht's schnell Richtung Lang. Killy da in vorderster Front. Beyond schiebt schon. Beyond. Beyond. Oh, nimmt da keine raus. Und jetzt darf Kati die Scheidung. Kati fällt auch. Die B-Deckung wird da komplett aufgelöst in der Eco. Zwei Waffen jetzt am Mann bei den Playing Ducks. Also da sind enorme Probleme bei Alternate gerade. Es ist jetzt nicht das erste Mal, dass es so klappt. Killy mit der nächsten. Und jetzt eine 2 gegen 5 Situation. Und vor allem Shushu da auch noch mit der Ave.
Ja, Studi noch mit dem Frag und jetzt ist es nur Shushu und die muss safen gehen. Und damit haben die Playing Ducks hier schon mal das Draw sicher. Aber das darf nicht passieren. Also lang ist überhaupt nichts gewesen. Da konnten sie einfach durchgasen. Und Beyond zieht da nicht einen Frag. Normalerweise sollte er mindestens einen, wenn nicht sogar zwei machen. Und das gleiche gilt aber auch für Kati, die natürlich so ein bisschen auf den falschen Fuß erwischt wird da in der Smoke. Krass, krass, krass. Starke Eco von den Enten. Und damit ist jetzt jede Runde, oder was heißt jede Runde, 6 Runden Matchball für die Mädels. Und jede Runde wichtig für Alternate. Shushu mit der AWP, jetzt versucht mal aggressiv Banane einzunehmen. Mit der Counterflash von Kati. Gucken, ob sie da einen Frag ziehen kann. Er verschießt, guter Mini-Step. Schöne Nade da. Gegen Faith. Jetzt auf jeden Fall Damage. So, jetzt Flash angefordert. Tinach geht auch down gegen Kätzchen. Gut zusammengespielt da. Mit der Langflash. So, Queen mit einem Double Frag da anlang. Starke Nade, nimmt Beyond und Kätzchen aus dem Spiel. Und Shushu geht jetzt auch noch down. Gegen Faith. Und jetzt ein 2-on-1. Und sie wissen nicht, dass Kati da schon City Base steht. Queen kann legen, aber der Plant ist nicht besonders gut. Oh, das Timing jetzt echt gut ist von Faith, aber oh, noch ein besseres Timing dabei Kati. Das wird sie nicht auf dem Schirm haben und das macht Kati super. Und jetzt sofort durchdiffusen normalerweise. Ja, Faith muss jetzt trampeln. Faith geht down, schön gespielt von Kati. Gutes Timing da, auch ein bisschen unlucky für Faith. Dass sie da keinen Fokus Richtung City Base hatte. Es gibt ja nur 2 Optionen, wo Kati eigentlich herkommen kann. Entweder Mitte oder City Base. Aber Kati hatte auch einfach, ja, perfekte Timing. Gerade um die Ecke, als Faith dann nochmal rumgezogen ist. Schön gespielt da von ihr. So, schnell jetzt A angegangen. Ich weiß nicht, ob die sich da so mit Gefallen tun, immer A anzugehen, wenn da Shushu steht. Shushu mit 3 Frags, sehr schön von ihr. Also wenn sie... Das haben wir, natürlich kommen sie oft lang durch, das haben sie vielleicht jetzt auch ein bisschen drauf spekuliert, aber B ist eigentlich da, wo sie weniger Probleme haben, aktuell. Wenn sie da mal vielleicht ja, einen vernünftigen Go spielen. Kati auch noch mit 2 Frags. Vielleicht einen vernünftigen Go Richtung B spielen. Eco jetzt bei den Playing Ducks. So, schön Anti jetzt gespielt von Alternate gegen die Eco. So, und Killy jetzt noch im 105. Zwar die Bombe. Auch nicht mehr viel Schaden anrichten können. Doch Kati nicht raus. 5er Runde von Alternate. Wichtig fürs Geld immer, da keine Waffe abzugeben. Wir schauen mal ganz kurz auf die Stats. Killy damit 20-22. 18-18 bei Tinach. Also eigentlich keiner wirklich mit positiven Stats. Trotzdem klappt das. Ja, und Alternate dagegen schon. Kati 24-15 Beyond mit 12 Frags. Fällt da so ein bisschen ab gerade. Oh, gute Granate da in der Mitte gegen Kätzchen. 41 HP noch. So, und jetzt machen sie es richtig. Sie gehen da jetzt nochmal den B-Spot an und das ist ein richtiger Call auf jeden Fall. Von dem Playing Dark Safe bekommen wir gute HE. So, und jetzt geht's schnell Richtung B.
Smoke sollte eigentlich sitzen, jawohl. City Base, Beyond fällt wieder und auch Kati. Und genau das, also die Deckung klappt da überhaupt nicht. Und Studi auch noch gegen Shushu. Kätzchen und Angel jetzt noch im 4-2. Kätzchen, veraimt. Nimmt aber noch Queen aus dem Spiel und die muss jetzt Vollgas geben. Und die Waffe ist, glaube ich, sogar leer. Kätzchen, 103, geht down und damit 16-12 für die Playing Ducks.